Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Trade Connection speziellen Event Video hier im Euro Truck Simulator 2. Wir stehen noch in Genf in der Schweiz und schauen mal, wohin die Reise von hier aus heute geht. Es darf nicht nach Italien gehen. Ich würde sagen, wir fahren einfach nach Frankreich. Dann werden wir wahrscheinlich von Frankreich dann wieder. Ich war hier, war ich da oben? Ich glaube schon. Ja gut, ne, mein. Klar war ich hier oben. Sieht man ja. Dann fahren wir auch dahin, würde ich sagen. Einfach aus dem Grund, weil es halt der bessere Auftrag ist. Also, wenn wir mehr Kohle dafür bekommen. Und wenn danach von dort aus wahrscheinlich nochmal in die Schweiz fahren. Also, der Auftrag nach diesem Auftrag ist dann, wieder mal dasselbe Land. Ich habe auch gar nicht wirklich darauf geachtet, was wir jetzt überhaupt fahren. Wir fahren nach Ajaccio. Und ein Raupenbagger Volvo EC220E 20 Tonnen schwer. Ja, genau, also es sind ein paar mehr Fahrten als 10 Fahrten jetzt in dem Event. Dementsprechend. Aber das ist ja auch nicht so wild. Dann fahren wir quasi in der nächsten Fahrt nicht fürs persönliche Ziel, sondern dann für das Community Goal. Biege nach rechts ab. Dann tragen wir dazu nochmal ein bisschen was bei. Aktiv und nicht passiv. Dann müssen wir uns jetzt links halten. Ne, wir müssen es geradeaus halten. Okay. Was haben wir denn überhaupt? 40 Kilometer überhaupt sogar noch, bis wir dort sind. Ich glaube, ich muss mich doch links halten. Wenn ich sowieso stehe nach links. Ja, hier Richtung Frankreich, ja gut. Kommen wir auch sowieso schon her von der letzten Fahrt. Links halten. Okay. Dann links abbiegen. Ich habe schon 300 Euro verschwinden sehen. Nach links ab. Ich hoffe mal, dass es okay, dass es gleichzeitig beidseitig ist, wollte ich sagen. Euro Akris. Hier links abbiegen. Wir wollen auch links abbiegen. Das wird jetzt auch ein bisschen länger hinziehen, also ich werde wahrscheinlich das dann mehr oder weniger so machen müssen, dass quasi die Fahrt von der Schweiz aus dann die Fahrt nach die, wenn wir in die Schweiz zurückfahren, dass es halt immer wieder dieselbe Fahrt ist, das ist vom selben Land her. Und dann aus der Schweiz aus dann eher Richtung 10 verschiedenen Länder geht. Ist halt wie es ist. Muss ich gleich, wenn ich den Raupenbagger hinten drauf habe, muss ich nochmal kurz eintragen, dass wir
in Frankreich gewesen sind oder schon Frankreich abgehakt haben. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Links halten und dann Ausfahrt links nehmen. Die Ausfahrt links. Hier sogar schon durch, cool. Immer geradeaus. Oh. Gar nicht voll darauf geachtet, ob da jetzt jemand kommt oder nicht. Hier sogar eine schöne. Eine Werkstatt. Ach, meine Güte. Eine Garage. Klein, aber fein. Da sind wir ja die Lok. Wir sind da. Da haben wir das gute Stück auch schön mit dem angrenzenden Güterzugbereich. Gut, dürfen meine Fahrer nicht mehr 80 fahren. Haben wir denn keine Rundumleuchte? Muss doch. Ja, doch, haben wir. Und ja, schön mit dem, wie gesagt, mit dem Güterzug. Links nebenan. Den wollen wir mal wieder. Okay, diesmal auf die 1A, die wir gerade schon gefahren sind, um dann auf die A41 zu wechseln, wenn wir dann in Frankreich sind. Also sie werden zu A41 die 1. Die A1 auf der A41, dann zu A43 wird. Dann wechseln wir bei Lyon auf die A46. Dann wieder bei dann auf die A7. Zu fahren und fahren dann die A7 runter bis Marseille, wo es zu A55 wird, und dann geht's rüber mit der Fähre Richtung Porto Vecchio, und dann sind es nur noch wenige Kilometer über die T10 und die T40 zu unserem Abladeort. 1009 Kilometer mit Fähre. Im Grunde ist ja nicht so verkehrt, wir haben auch noch einiges zu tun im Nebraska-Event. Es ist nicht verkehrt, dass wir hier auch so ungefähr 20 Folgen haben. Biege nach rechts ab. Biege nach rechts ab. Ich habe mir einfach gerade eben kurz mal neu geschartet. Schrecke doch ein bisschen mehr zu laufen jetzt gerade. Obwohl ich es in der Stadt gemacht habe. Und nicht irgendwie in der Walachei. Dann cruisen wir mal nach Frankreich.
müssen wir uns rechts halten? Ich glaube ja, ne? Wirkt so. Ja, geht nach Frankreich. Kann er ja nur da sein. Halten. Oder auch nicht. Bitte links halten. Das Navi ist nur verwirrt und hat mich verwirrt. Okay, never mind. Bedanken, aber motorisch unfähig gewesen dafür. Dann zeigen wir mal die Papiere. Ich muss, glaube ich, meine Lampen wieder anmachen. Kann das sein? Ja. Dann lassen wir mal die Papiere überprüfen. Alles in Ordnung, gute Fahrt. Ich frage mich ja echt, ob es man hier irgendwie nochmal was anderes, ob man hier was anderes bekommt als nur hier, hey, gute Fahrt, alles in Ordnung. So auf Wagen kriegt man ja was, aber da wäre es mir bisher neu. Oh, ein bisschen mehr rechts halten. Wäre ja mal interessant zu wissen, ob es einem von euch schon mal passiert ist, dass man da was gesagt bekommt und wenn ja, was es ist. Ist ja schon auch wieder nice da unten. Oh nein, nicht 90, nur 80. Oder never mind. Dann haben wir schon wieder die nächste. Das war die erste Maut in Frankreich. Gehen wir schon mal frühzeitig runter auf. Oh, ich hätte vielleicht links, eventuell. Schön, dass man das Ding schnell wieder hochgemacht hat. Rechts ist frei. Tanken muss ich noch nicht, das werde ich wahrscheinlich dann drüben machen müssen. In der nächsten Fahrt. Aber ich muss auf jeden Fall tanken. Sehr bald.
denn wir verlieren ja... Oh, was heißt wir verlieren? Wir schlucken ja ziemlich viel hier. Im Aktros, wir sind ja schon jetzt unter halbem Tank. Aber das werden wir noch schaffen. Stagiaccio. So, wir gehen raus. Richtung Lyon, Marseille. Bitte links halten. Das werden wir noch bis Korsika schaffen. War ja auch lange nicht mehr da gewesen. Ich glaube das letzte Mal halt, als Frankreich rausgekommen ist. Ich weiß gar nicht, war ich da mit Laren unterwegs? Da waren wir glaube ich gemeinsam. Also quasi im Fake-Multiplayer waren wir da gemeinsam. Ja, schön, dass gerade die adaptive Geschwindigkeitsbegrenzung gerade gegriffen hat und man wirklich abgebremst wurde, bevor noch mal jemand gesehen hat. Das war schön. Also dass wir quasi beide auf dem Singleplayer-Profil waren und dann quasi so getan haben, als ob wir Multiplayer fahren würden, weil da kam Frankreich gerade raus. Es gab natürlich noch nicht den Multiplayer von ETS 2 und ich glaube bei Truckers MP war es noch nicht draußen. Da war noch nicht geupdatet auf Frankreich. Und da haben wir dann so getan, als ob wir im Multiplayer fahren und sind quasi dieselbe Strecke gefahren. Not macht halt erfinderisch, wenn man keine eigenen Mittel zu dem Zeitpunkt hat. Und wieder hoch auf 90. Oder 880. Haben wir hier eine Baustelle? Nee. Kann ja gar nicht sein. Also, klar kann schon sein, aber es ist natürlich die Baustelle, an die ich gedacht habe. Rechts halten. Es geht nur einfach nicht nach Lyon zum Zentrum. Hier. Nicht für uns. Ausfahrt rechts. Immer geradeaus. Bitte rechts halten. Okay, 50, sehr gut. Sollte auch erst nur 50 sein. Ich hatte ja, glaube ich, nie die Probleme jetzt gehabt bei ETS 2 oder ATS. Bitte links halten. Mit einer anderen Frage als irgendwas, was brennt. Eine Brennflüssigkeit.
Also wie gesagt, auf Korsika war ich schon sehr lange nicht mehr. Das dürfen jetzt auch, boah. Mag man ja gar nicht überlegen, wie lange das jetzt her ist. So lange ist es ja. Also war halt schon auch auf diesem Profil, den man ja sehen konnte, aber das ist halt echt ultra lange her. Gucken wir mal gleich nach. Links halt mal. Ja, entweder war das so oder das war, wie ich gerade sehe, vom Trade Connections Frankreich Event. Das gab es ja scheinbar auch. Videobeschreibung davon. Hab ich das in den Text geschrieben? Mal da rein. Nee. Wieder schneller, hier auch nicht. Ja gut, dann keine Ahnung. Also entweder ist es von 2016 oder von 2017, wo ich da gewesen bin. Also das Trade Connections Event war im September 2017. Mal so sie und morgen uns vor. Das ist manchmal immer, sieht manchmal immer so ultra knapp aus. Ich muss auch dazu sagen, dass ich gerade eher reingebremst habe in die Schranke und nicht. Ich habe gar nicht gesehen. Spaß, soll ich nicht in der Kurve machen? Ansonsten liege ich jetzt gleich auch noch hier mit dieser Fracht. Das wollen wir ja nicht. Haben wir schließlich noch ein bisschen was vor uns. Wir sind jetzt gerade bei Saint-Alban-du-Ron. Auch wenn ich Tücher nicht richtig ausgesprochen habe, aber ja. Könnte sein, dass wir durch Korsika bei Nacht fahren, kann das sein? Weil die Zeit dürfte ja ungefähr hinhauen, es sei denn. Auf jeden Fall pinnen wir auf dem Schiff, was ja auch schon mal gut ist. So, Saint-Alban-du-Ron haben wir jetzt gleich hinter uns gelassen. Nächster Stop ist dann Marseille. Das war der Hafen von Marseille. Dürfen wir ja zu Sonnenuntergang erreichen. Grob jetzt geschätzt.
Man merkt es schon auch an der Vegetation, dass wir mehr gen Süden kommen. Und wir werden gleich wahrscheinlich abgebremst, ne? Der Kollege fährt ja vor uns nur so 96, 97. 80. Nicht 90. Also gibt er wieder Gas, okay. Hin und her. Bitte links halten. Richtung Ibiza und Marseille. Nicht nach Montpellier. Ja gut, wir sind schnell gleich in Marseille. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, ich muss mir auf jeden Fall nicht hinlegen und ich werde mir nicht hinlegen, weil wir das eigentlich schaffen sollten bis, bis zum Hafen von Marseille. Links halten. €6 Maut. Und da sind wir schon bei der Abfahrt nach Marseille. Stimmt, wir fahren auch durch Marseille durch. Also, eventuell. Weiß ich schon gar nicht mehr. Oh ja, Tank. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich muss auch echt nochmal vor Korsika tanken, weil auf Korsika wird es ja... da werden wir nochmal gut Tank verlieren. Von daher, wenn wir jetzt noch an der Tage vorbeifahren, dann würde ich glaube ich mal raus wollen. Wir haben noch Tank für. Ja, wir schlucken viel. Bitte links halten. Das könnten wir prinzipiell schaffen, allerdings. Weiß ich auch nicht, wie die Tanksituation auf Korsika aussieht. Aber scheinbar müssen wir es einfach. Okay, ja. Gut. Wir tanken auf Korsika. Denn hier kommt keine Tanke mehr. Okay, das war die Bremse. Da habe ich nichts gelingt.
man merkt, wir erreichen Marseille, weil es am Ruckeln ist vom Rheinladen. Mit dem Rechner. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ich wollte schon sagen, das sieht meiner noch 50er aus. 30. Ja, ich bremse ja schon ab. Ich lasse ja schon abbremsen. Mehr kann ich dahingehend auch nicht tun. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Na klar. Da geht's zur Marina. Nimm diese Ausfahrt. Nimm diese Ausfahrt. Sehr gut. Noch einmal links abbiegen, dann sind wir auch schon so gut wie am Hafen auf dem Schiff. Ich noch nicht vergessen, dass ich demnächst links abbiegen. Gleich noch tanken muss. Biege nach links ab. Schön wieder mit dem Hafen hier. Ist es immer wieder schön, solche Häfen zu sehen. Immer geradeaus. Großen Komplexe, auch wenn man nicht hin drauf fahren kann, aber so vom Feeling her, da mit dem Containerschiff noch. Links noch an die Zugstrecke, Güterzug-Flugterminal, den ganzen langen Güterzügen, oder zumindest im Gespann. Ist der von uns noch ein Lockdown? Nee. Wieder über Rot gefahren, wieder keine Schaden bekommen, sehr schön. So muss es sein. Einmal schon mal rüberfährt, wenn man nicht mehr abbremsen kann. Fangen wir sogar tatsächlich hier an den Weinhochhäusern vorbei. Das ist noch bestimmt wahrscheinlich auch tief, in dem man jetzt ein Foto machen kann, oder? Ja, könnte.
Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Na klar. Ach, schon der Abend von Marcel, das war ja nimm diese Ausfahrt. Auch so ein nettes Ding. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Irgendwie so ein bisschen anders in Erinnerung, aber war auch lange nicht mehr da. Und ich glaube, ich bin auch immer eher von der anderen Seite gekommen, also vom Schiff her aus. So, Porto. Ah, wir gehen sogar nach Barcelona. Nach Porto Vecchio wollen wir aber. Neu berechnen. 10 Uhr Ortszeit. Ich muss mich auf eifertlich nicht hinlegen, das ist ja auch schon mal eine gute Sache. Können wir mit Tageslicht dann wieder weiterfahren. Jetzt haben wir noch 91 Kilometer bis zum Abladeort. Wir sind ja auch frisch ausgestorben von der Fähre. Wir fahren gleich nochmal auf der Fähre. Also gleich im Sinne von 2 Tagen. Ich weiß gar nicht, ob ich ein bisschen links blinke. Ich weiß es gerade echt nicht. Aber ich darf nicht vergessen zu tanken. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Na klar. Nimm diese Ausfahrt. Oh. Kleiner Schwenker drin gehabt. Und dann haben wir jetzt hier vorne unsere Tanke. Kreisverkehr. Da wollen wir ja mal tanken, auch wenn es schon hier ein bisschen teurer ist. Und das Ganze mit der 4 rüberkommt. 1,88 Euro geht ja noch. Und 724 Liter getankt für 1361 Euro. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Machen wir. Da habe ich fast eine Strecke, die ich noch nicht gefahren bin. Also. Nimm diese Ausfahrt. Ich habe einfach nur eine sehr starke Vermutung. Wahrscheinlich auch richtig, weil ich offenbar in. Weil es so eng auf Korsika ist. Mache ich ja gar nicht gucken. Einfach weil ich in
Bonifacio noch nicht gewesen bin. Oder Bonifacio? Ja, Bonifacio. Einfach weil ich dort auch nicht gewesen bin. 80 dürfte man prinzipiell sogar fahren. Das ist halt auch. Ich erinnere mich, es war witzig. Auf Qualica zu fahren. Ich glaube, ich war auf Qualica dann vielleicht auch eher auf dem beim Trade Connections Event. Wenn ich gerade drüber nachdenke. Erste Ausfahrt nehmen. Okay. War noch gut Platz. Ich fahre auf jeden Fall nicht bei Bonifacio rein. Mit 60 hier lang und lassen uns von der adaptiven Geschwindigkeitsregelung hoffentlich runterbremsen. Ja, ich fliege über 55 bei diesen Kurven. Vor allem, weil die adaptive Geschwindigkeitsbegrenzung auch gerade nicht reinkickt. Dadurch in diesem Fall an den Kurven liegt und wenn man dann zu nah dran ist, dass er nicht greift, weil er eigentlich hätte schon vorher greifen müssen. Die war schärfer als gedacht. Da würde ich Schärfe noch nach links holen können, um zu sehen, ob es vielleicht passt. Deswegen würde ich einfach instinktiv schon ein bisschen ausgewichen. Das heißt, wir haben nur 50 fahren. In dieser Kurve. Wir werden gerade in die Stadt reinfahren, ein Dörfchen. Ach ja, immer wieder schön. Der weite Blick aufs Meer. Wenn man jetzt noch so ein schöner sonniger Tag ist wie jetzt. Gehen wir uns auf 30. Einfach aufgrund der Kurve. Und der Kurven, die noch kommen. Okay, ne, 40. 40 bestimmt dürfte auch gehen. Zweite Tanke. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Thank you.
demnächst links abbiegen. Ja, ich weiß. Ich erinnere mich an diesen Teil der Strecke. Links abbiegen und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Dabei glaube ich auch, dass eher Benifaco ausgesprochen wird. In die Richtung oder Benifaco, je nachdem. Nur 15, nicht 55. Da sind wir auch schon da. Also so gut wie. Vollgetankt sind wir. Mehr oder minder. Da wirst du auch noch vollgetankt. Wie gesagt, müde sind wir auch nicht, also einfach nur abladen und dann sehen wir im nächsten Video weiter. Ich gucke einfach gleich mal spaßeshalber. Biege nach links ab. Na, kann man ja machen, spaßeshalber schauen. Hier endet es. Wo müssen wir hin? Hier unten, glaube ich, ne? Ja. Wirkt nach hier unten. Ob wir hier auch wieder nach in die Schweiz kommen? Muss ja nicht Genf sein. Ah, sehr gut. Ich habe irgendwie gedacht, dass wir noch irgendwie rückwärts reinfahren müssen, aber dem ist ja nicht so. Wunderbar. Dann machen wir die Latüchten aus und laden die Fracht ab. Ausgezeichnete Fahrstrecke 596 Kilometer. Raupenbagger Volvo EC 220E von Genf nach Ajaccio geliefert. Dauer 54 Minuten. Verbrauchter Kraftstoff 338 Liter. Es war der 200. erledigte ETS Cyberloaded Trucks Auftrag. Auf den Weg zu 300 jetzt. 20.000 gab es dafür, 21.000 und 68 Erfahrungspunkte. Damit sind wir jetzt bei 61.000 und bankmäßig zahlen wir täglich 8.700. Und wir gucken jetzt einfach, wie gesagt, nochmal kurz nach, wo, ob wir denn hier auch wirklich in der Schweiz kommen. Ja, wir würden beispielsweise, wäre zwar Italien, also quasi auf einer überliegenden Insel, auf Sardinien. Aber das ist ja auch nicht so wild. Ist ja egal, ob wir jetzt von Italien oder von Frankreich aus wieder zurück in der Schweiz fahren. Aber das ist auch, glaube ich, Genf ist jetzt das Einzige, was ich gesehen habe. Bisher könnte also dementsprechend spannend werden, ob wir, okay, nochmal Genf, ob wir, sagen wir Zürich, okay, sieht doch eigentlich ganz gut aus. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehe ich euch hoffentlich im nächsten Video wieder. Entweder hier in 2 Tagen wieder vom Great Connections Switzerland Event oder morgen vom Cruising Nebraska Event. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.